So, wie versprochen bin ich wieder zurück und das mitten aus der Nacht. Erstmal Dankeschön für 97 Abonnenten, die 100 steht kurz davor. Hier geht es jetzt diesmal um den iTunes-Shop. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich gucke jetzt, dass ich nachts hochgeladen bekommen. Wir haben jetzt 4 Minuten nach 2, also ich bin extra wegen euch aufgestanden. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal in den iTunes-Shop direkt selbst rein. So, was haben wir Neues? Neues ist Bier Tabak. Aha, ja. Ich meine, mit über 30 gehöre ich schon zu den Älteren, aber ich glaube, das ist für die noch Älteren. Also, der Tanz ist für besondere Menschen, sage ich jetzt mal. So, was haben wir hier noch? Schauen wir direkt mal alles durch. Da ist die Zwillingskammer da. Ich persönlich finde die eigentlich nice. Also lässt sich eigentlich gut spielen, denke ich mal. Aber das Problem ist, sie sind Tick zu hell. Aber so an sich halt wunderschöner Skin irgendwie. So, gucken wir direkt nach den männlichen Versionen. Na gut, er sieht so ein bisschen aus wie eine Mumie. Ja, wirklich wie eine Mumie. Das Rückenast war klar passend. Ja. Der erinnert mich so ein bisschen an den weißen Power Ranger von früher. So, dann die Spitzhacken. Ja, wir haben die sehen ganz okay aus, also die würde ich benutzen, wenn ich sie hätte. Und dann der Falke. Ah, der ist schon episch. Der kommt echt. Aber ob er wirklich die 1500 wert ist, naja. Weil man sieht ihn eigentlich nie im Spiel. Außer am Anfang, wenn es runtergeht. So, das war das Set. Und dann haben wir hier den Guild. Kann ich irgendwie nicht ernst nehmen. So ein Schüling, der sich angemalt hat und will einen auf Abenteurer spielen. Und dann der Kuli oben in der Brusttasche. So, die Aura. Ja. So ein klassischer Horrorfilm, würde ich sagen. Typischer Abend-Horrorfilm. So, das war das. Hängeleiter ist auch schon ein Einschlaghammer. Ja, wie ich gestern bereits sagte, eben mal dasselbe eigentlich. Ja, ist genau dasselbe Tod. So, dann ist Sledge von gestern immer noch im Shop. Ich sage, ich behaupte immer noch, der sieht aus wie ein Star Wars Mensch. Aber wie gesagt, passt eigentlich super zusammen. Sieht doch teilweise aus wie so ein kleiner Minenarbeiter. Der wirkt irgendwie unecht. Ich weiß nicht warum. So, gucken wir uns dann sonst noch. Die magischen Schwingen sind wieder im Shop. Hat natürlich auch was. Also da muss man sagen, hat halt nicht jeder. Weil klar, jede Hängekleider über 800 V-Bucks wird nicht jeder haben. Aber ob es das halt wert ist, muss jeder für sich selber entscheiden. So, was haben wir noch? Die Fitnessbänder. Erinnert mich so ein bisschen an Flying. Aber hat was. Dann die gute Sonnenblume. Ich muss direkt an meine Fortnite-Karten denken. Die habe ich dann wohl schon öfters jetzt gezogen. Da ist halt ganz einfach Bauern 2. Zwar gut, zwar mit Maisgranaten. Aber so ein bisschen. Ja. Die kleine Bäuerin. So, der Vector ist wieder da. Eigentlich auch ein schöner Skin. Der gehört schon fast in die Kategorie, kann man sich gönnen.
nicht so die typischen Farben, sag ich jetzt mal. Also der sieht echt in Ordnung aus. So, dann kommt noch der neue Tanz. Das ist irgendwie so ein typischer Nerv-Tanz. So, was haben wir noch? Lackierung. Ja, die Lackierung, ja. Also die 300 V-Bucks kann man sich getrost schenken. So, wie gesagt, der nächste Code ist die Nummer 7. In dem Sinne sage ich schon mal Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, die Like nicht vergessen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch davon überhaupt irgendwas holen wollt. Und wenn natürlich noch kein Abonnent bist, gerne ein Abo da lassen, damit wir die 100 schaffen. Und somit auch der 10. Code vom PaySafe Code dabei kommt. Und wenn du gar nicht weißt, was es da unten mit dem Code auf sich hat, einfach in der Videobeschreibung nachgucken. Da habe ich ein extra Video gemacht, einmal wo ich mich vorstelle und das Gewinnspiel quasi genauer erkläre. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein, ich lade jetzt das Video hoch und dann geht es wieder zurück ins Bett. In dem Sinne, haut rein.